Wir wissen, dass das Artensterben ein natürliches Phänomen ist. Dass die meisten Arten, die bisher auf diesem Planeten gelebt haben, nur für eine bestimmte Zeit existierten. Das Besondere an der heutigen Situation ist die ungeheure Beschleunigung des Artensterbens, das durch die Menschen verursacht wird. Der letzte verbliebene Lebensraum jener Tiere, die der Mensch ausgerottet hat, ist das Museum. Dessen romantisch gestalteten Welten allerdings sind eine Illusion, mit der das 21. Jahrhundert gründlich aufräumt. Eine Treppe tiefer lagert in den Kellerräumen des Museums die Zukunft. Genetisches Material von etwa 50.000 Tieren, die vom Aussterben bedroht sind. Ausgelegt sind die Tiefkühltanks der Ambrose Monell-Sammlung auf über 1 Million genetischer Proben. Um Arten zu erhalten, wurde vorgeschlagen, Spermien oder Eier einzufrieren und zwischen den Individuen dieser Art auszutauschen oder die Gene unter voneinander getrennten Populationen zu verbreiten. Und dann gibt es natürlich das Klonen als Technik, die bei der künstlichen Befruchtung für einige Arten verwendet wird. Diese Methode wurde für spezielle Fälle vorgeschlagen. Es gibt dazu aber noch kein Beispiel einer echten Erfolgsgeschichte, wo wir sagen könnten, hier wurde eine Art, die bedroht war, gerettet und zurückgewonnen. Oder dass ihr Bestand nun sicherer ist, als das bei herkömmlichen Methoden des Artenschutzes der Fall ist. Ich denke, genetisches Material einzufrieren ist wichtig, wenn es darum geht, Forschungsmaterial für die Zukunft zu sichern, um Systeme besser zu verstehen, die wir nicht erhalten können. Die Vorstellung, Tiere zu klonen, macht mich irgendwie traurig. Denn selbst wenn es möglich wäre, ein ausgestorbenes Tier zurückzubringen, ignoriert man damit doch die Kontinuität des Lebens. Das Tier ist ausgestorben, weil sein Lebensraum und damit die Voraussetzungen, ein normales Leben zu führen, verschwunden sind. Und wenn man es nun zurückbringt, hat es keinen Lebensraum und keine Eltern, die ihm beibringen können, als Tiger oder was auch immer weiterzuleben. Und es hat auch keine anderen Artgenossen, auf die es sich beziehen kann. Man hat eben nicht dasselbe Tier. Das sagt die eine Seite meines Verstandes. Und die andere Seite sagt mir, ich würde alles und jeden unterstützen, um den Tieren zu helfen. Betsy Dresser ist die wissenschaftliche Leiterin des Audubon Center. Seit den 80er Jahren forscht sie an biotechnischen Verfahren, aus tiefgefrorenem genetischem Material neue Tiere zu produzieren.
Das hier nennen wir den Frozen Zoo, den Eiszoo. Es ist eigentlich eine Kühlbank, ein Lager für Genmaterial in einem sehr, sehr kalten Zustand. Vor allem Zellen, Sperma, Eier und Embryos. Damit können wir die Arten vor dem Aussterben bewahren, indem wir diese Zellen für Hunderte, vielleicht Tausende von Jahren aufbewahren. Wir nehmen die Zellen von Tieren, benutzen aber auch ihre Eier oder ihr Sperma. Wir können sogar kleine Hautproben verwenden. In diesem Tank haben wir diese kleinen Halme, in denen wir jeweils eine biologische Probe aufbewahren. Wir haben ungefähr 2000 Proben von einzelnen Tieren in diesen Tanks, die insgesamt 500 verschiedene Arten repräsentieren. Es ist eine Art lebendige Bibliothek. Und darin liegt ja auch der Wert dieses Eiszoos. Wir können nämlich diese Zellen nehmen und uns den genetischen Bauplan anschauen, um dann in der Zukunft Tiere, die bereits ausgestorben sind, vielleicht wieder zurückzubringen. Zum Audubon Center gehört auch ein privater Zoo, in dem Betsy Dressers Vision einer lebendigen Bibliothek langsam Gestalt annimmt. Hier finden sich geklonte afrikanische Bongo-Antilopen, die von verwandten Antilopenarten ausgetragen werden. Löwen, die als Modell für Klone bedrohter Tigerarten dienen. Geklonte afrikanische Wildkatzen und schließlich seltene Kraniche und Storcharten, die mit tiefgefrorenen Samen künstlich befruchtet werden. Ein Klon ist ein künstlich produziertes Wesen, das in den Operationssälen und Laboratorien der Bioingenieure entsteht. Die Existenz eines Klons beruht nicht auf der natürlichen Befruchtung einer Eizelle, sondern auf der technischen Vervielfältigung eines genetischen Programms. Im Audubon Center gehört die Produktion von Klonen inzwischen zur Routine. Zu Beginn des Klonprozesses steht die Entnahme von Eizellen aus dem Körper des weiblichen Spenders. Unmittelbar nach der Operation werden die geernteten Eizellen im Labor des Instituts weiterverarbeitet. Hier findet der eigentliche Vorgang des Klonens statt. Dabei wird zunächst die mütterliche DNA aus der Eizelle entfernt und das neue Erbgut mittels einer Körperzelle, hier die Hautzelle einer afrikanischen Wildkatze, in die Zellhülle injiziert. Abschließend bringt ein elektrischer Impuls beide Zellen zur Verschmelzung und die Zellteilung beginnt. Jazz ist eine besondere Katze, weil er durch eine neue Technologie hergestellt wurde. Wir produzierten im Reagenzglas ein Embryo und haben ihn eingefroren. Dann pflanzten wir ihn einer Hauskatze ein, die ihn austrug. Er ist also der erste seiner Art, der auf diese Weise erschaffen wurde. Wir wollten Jazz zum Klonen benutzen, weil wir glauben, dass das Klonen eine neue Technologie ist, die wir für bedrohte Arten nutzen können. Wenn der Bestand einer Art zu stark zurückgeht, droht sie ganz auszusterben. Deshalb müssen wir eine Technologie anwenden, die die Anzahl der Nachkommen wieder stark steigen lässt. So können wir die Arten tatsächlich wieder beleben. Also haben wir Zellen von Jazz genommen. Er ist die erste afrikanische Wildkatze, die geklont wurde. Von Jazz haben wir 6 Klone hergestellt und ein paar davon an andere Zoos gegeben, damit die Öffentlichkeit den Nutzen dieser Technologie sehen kann. 2 seiner Klone leben immer noch hier. Einer ist Ditto. Das Klonen dieser gefährdeten Tiere ermöglicht es uns, sie als Modell für noch stärker bedrohte Katzenarten zu benutzen. Und eines Tages hoffentlich auch für Großkatzen wie Tiger oder Löwen. Mit Hilfe dieser Technologie haben wir also Ditto produziert, nun als Klon von Jazz. Dann haben wir eine Weile gewartet, bevor wir weitere Klone von Jazz herstellten.
Wir wollten zeigen, dass wir die gefrorenen Zellen, die wir haben, wiederverwenden können, um eben später weitere Klone von demselben Tier zu produzieren. Hier ist der zweite Klon. Das ist Miles. Er ist auch ein Klon von Jazz, aber er wurde ein Jahr später geboren. Wir hatten also die männlichen Zellen von Jazz und wussten, dass wir damit Klone produzieren können. Und dann hatten wir noch eine andere Wildkatze, Nancy, ein Weibchen. Wir entnahmen ihr Zellen und stellten daraus weibliche Klone her. Die Idee war, dass sich männliche und weibliche Klone fortpflanzen. Denn die häufigste Kritik am Klonen war, dass man sagte, sie werden nie normal sein, sie werden sich nie fortpflanzen können, sie werden unfruchtbar sein und so weiter, weil es eben vorher noch nie gemacht worden war. Wenn Arten aussterben, sind sie verschwunden. Sollte ich also vor der Wahl zwischen Klontechnologie und dem Aussterben stehen, werde ich mich immer für das Klonen entscheiden. Dann haben wir wenigstens die Möglichkeit, einiges von dem Genmaterial der Tiere zu retten. Dr. Duane Kramer von der A&M University Texas gehört zu dem Team, das zu Beginn des 21. Jahrhunderts das erste Haustier klonte. Am 22. Dezember 2001 erblickte CC Copycat das Licht der Welt. Zu ihrer Produktion mussten 87 Embryonen geklont und in Katzenleihmütter eingesetzt werden. Copycat war die einzige, die überlebte. Und dann kam CC. Sie war das erste Haustier, das geklont wurde. Und sie ist das beste Beispiel dafür, dass man sein altes Haustier auf diese Weise nicht zurückbekommt. Heute lebt CC im Haus ihres Schöpfers zusammen mit 8 echten Katzen. Sie verhält sich ganz so wie eine normale Katze. Ich habe noch eine andere Katze auf dem Land, die ist nicht geklont. Aber CC verhält sich wie eine ganz normale Katze. Als sie schwanger wurde, war ich besorgt, ob sie eine gute Mutter wird. Aber sie war eine ganz wunderbare Mutter. Sie blieb bei ihren 3 Jungen in der Kiste. Sie spielt, sie frisst, sie schläft und verhält sich ganz genau so wie eine normale Katze. Sie ist jetzt 6 Jahre alt. Natürlich wird sie älter, aber sie altert nicht vorzeitig. Es gibt viele Schwangerschaften, die nicht erfolgreich verlaufen. Das ist auffällig bei geklonten Arten. In dieser Hinsicht sind sie anders. Und die Wahrscheinlichkeit von Missbildungen ist bei Klonen ein bisschen höher als bei natürlichen Geburten. Sie haben insbesondere Probleme, die ersten paar Tage zu überleben. Aber sonst sind sie wie alle anderen Tiere. Wir waren daran interessiert, die Technik des Klonens den unterschiedlichen Arten anzupassen. Wir interessierten uns für bedrohte Katzenarten, weil auch andere daran gearbeitet haben. Das war unser Interesse. Und unser Sponsor hatte Interesse am kommerziellen Aspekt des Klonens von Haustieren. Also haben wir diese beiden Interessen zusammengetan und beschlossen, Katzen zu klonen. Bei Genetic Savings and Clone haben wir einige Katzen produziert und verkauft. Zunächst für $50.000 pro Stück, später für $32.000. Und wir erwarten in Zukunft weitere Preissenkungen. Die öffentliche Reaktion war sehr positiv. Es gab zwar einige kritische Äußerungen, aber die positiven Reaktionen von Tierliebhabern, die unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen wollten, überwogen, sofern der Preis im Rahmen ihrer Möglichkeiten lag. Manche glauben sogar, dass das Klonen von Menschen und anderen Lebewesen einfach